Mutti, jetzt zeigen wir dir in Bild- und Videoform dein einmaliges Leben, wie es nur selten einem Mensch geschenkt wird. Wir sind im Anflug auf Bad Karlshafen. Herzlich willkommen, liebe Gäste auf dem Hafenplatz. Wir kommen jetzt gleich runter, zumindest früher oder später. Und Kurt Bong und die HR Big Band stehen schon bereit. Kurt, bitte fang doch schon mal mit dem Opening an. Das erste Bild, Mutti, 3 Jahre mit deinen lieben Eltern und Geschwistern. Guck mal, wie diese Mode damals ist, einfach zum Brüllen. Am zweiten Bild, deine Großeltern aus Ersen. Und daneben und sofort weiter das Stammhaus der Familie Wilke. Und aus dieser Familie Wilke kam dein Vati. Der nun ganz früh eine Existenz für seine Familie aufgebaut hat in diesem ersten Gasthaus. Dann du, wie alt warst du denn da? Guck mal, wie vornehm. Und auch das nächste Bild, Omi, wieder ganz schick. Und dann ist der Vati da mit dem Fahrrad. Und Mutti, da mit deinem kleinen Bruder, mein Onkel Siegfried. Das nächste Bild, die zwei ganz verliebt auf dem Balkon und dann natürlich der Vati mit seinem stolzen Haarwuchs damals noch. Und dann wieder nochmal meine schöne Mutter. Ein Bild von der Rathausschenke ist das nächste, wo diese wo ihr zwei euch habt kennengelernt, nicht aber eine Rathausschenke, aber es war halt in der Zeit. Dann die Mutti im ganz natürlich hinterm Baum versteckt. Thank you.
dann kam es ja nun zu der Zeit, wo in Deutschland die NSDAP groß war. Und der Großvater musste dieser Partei ja beitreten, um seine Familie weiterhin zu ernähren. Hier ist der Beweis dafür. Kurz danach wurde an Hochzeit gedacht. Und dann kommt der Polterabend in der Rathausschenke. Der nächste Tag ist dann das, geht man dann vom Standesamt die Treppe vom Kasseler Rathaus runter. Und dann in der Adventskirche die wunderschöne Hochzeit, die dir sicher noch sehr in Erinnerung bleibt. Das Ja-Wort wurde gesagt und ihr kamt aus der Kirche raus. Es wurde tüchtig gefeiert und danach ging es in die Flitterwochen nach Garmisch. Natürlich habt ihr auch eine Hochzeitszeitung gehabt, wo ich eigentlich vorher von sprechen sollte. Aber guck mal, wie richtig in den Jugendjahren, das ist ganz interessant für mich. Auch Silvester wurde gefeiert. Und nie eine Feier ohne Meier. Natürlich, hier ist ein Bild von den Großeltern, die ich nun so kenne, mit Vati und seinen Brüdern, was mir liebe Menschen geworden sind. Danach ein Bild von nochmal die Rathausschenke. Also, oh, hier ist das Herkulesbräu. Mutti, wo du mir mal gesagt hast, dass du eine Ratte wurde eine Ratte auf dem Sims da rumlaufen hast sehen und mit eurem kleinen Hund, dass der die Ratte da weggejagt hat und die Gäste haben das gar nicht gemerkt. Jetzt ist auch nochmal ein Bild vom Standesamt, das ist ein bisschen verrutscht, das müsste vorher schon gewesen sein, aber mit dem Onkel Schorsch und dein Vater und richtig natürlich in Uniform mit Hakenkreuz und so, naja, also, nun war es aber nicht allzu lange, naja, es war doch allzu lange, es waren 5 Jahre, bis euer Glück vollkommen wurde und das Ute-Kind wurde geboren. Richtig direkt vor Weihnachten. Und dann waren natürlich die Großeltern da zum Weihnachtsfest und mussten das kleine Schätzchen bewundern und das alles passiert in Hardexen. Das war nun während der Kriegszeit, aber zum Glück war der Vati ja, durfte ja bei dir bleiben und deswegen hatte ich eine wunderschöne Kindheit in Hardexen mit euch zusammen. Da ist das Ute-Kind mit Tante Elsbeth, deiner guten Freundin, die viele, viele Jahre mit dir in Verbindung waren. Und mein erster Schneemann. Also den hat der Vati ja gebaut. Das ist ja herrlich gewesen. Und auch noch ein Bild mit Mutti und Vati und der Ute. Danach ein Bild von Onkel Siegfried, wie er vom Afrika-Chor kam mit seinen lieben Eltern, die ich leider gar nicht recht kennengelernt habe. Und nun die schrecklichste Zeit, die Ausbombung von Kassel. Die Ausbombung von Kassel, die ihr zum Glück nicht habt miterleben müssen selbst. Es war eine schreckliche Zeit und ich kann mich nur durchs Erzählen daran erinnern. Aber zum Glück war auch der Krieg dann bald zu Ende. Leider damit auch das Leben deiner Eltern. Aber wie gesagt, Leben geht weiter und das Ute-Kind musste zur Schule gehen. Das Ute-Kind ging zur Schule und nicht allzu lange
wurde der Vati nach Karlshafen versetzt. Karlshafen, die weiße Stadt im Grün, wo ich eigentlich meine Kindheit richtig erlebt habe. Ja. Frau Enterich weihte am grünen Rhein ihr Jüngstes in alle Geheimnisse ein. Sie sagte, das Schönste zu fressen, das unser eins hat, das ist das Salat. Wir haben viel Verwandtschaftsbesuch in Karlshafen gehabt. Und ist das nicht herrlich, Tante Thea und Onkel Ede mit der Lambretta. Auch in Karlshafen gab es Schnee. Und es war wunderschön, da immer oben im Solling, die Spaziergänge am Sonntag, Nachmittag. Aber nicht nur das, wir haben viele Ferien zusammen verlebt. In den Bergen, in Bardolino, in London, am Mondsee, in Luxemburg. Es war eine schöne Zeit, war es nicht, Mutti? Sehr, es trug sein gegebenes Schicksal nur schwer, doch als es dann groß war, da ging es mit einem Bericht vors hohe Gericht. Die Großen, so sagte es, fressen ganz keck, den Kleinen die Kirschen und Sonstiges weg, sie alle beanspruchten darin das nämliche Recht. Was sind das, sprach die Maus, für dumme Faxen? Die Kleinen müssten dann doch erst mal wachsen. Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere, nur weil die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind. Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso, doch weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie. Und naja, jetzt Karlshafen war es dann in den 60er Jahren und wir haben jetzt Farbfotografien. Das nächste Bild ist ja schon das Hochzeitsbild. Viel ist passiert dazwischen, Mutti. Aber wir wissen ja, was geschieht. Die ganze Würzburger Zeit, leider hatte ich nicht allzu gut Dokumentation darüber. Aber da, also Mike kam ins Bild, es wurde Hochzeit gefeiert, das Kind wurde geboren, unser Kind, der Christoph. Natürlich sagtest du, ich hätte mich ja doch nicht in den Mann verliebt, sondern in das Auto, was du da siehst. Ne? Aber trotzdem, hier kam der erste Enkelsohn, unser Christoph. Und Mutti und Fa, leider habe ich euch das Kind dann doch nicht allzu lange in Deutschland gelassen. Und wir zwei sind nach Amerika. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. Allzu viel Zeit hatte ich nicht zum Fotografieren, denn in dem Jahr. Denn du siehst, da ist der Christoph und guckt ganz entsetzt auf seinen kleinen Bruder, unser Nick. Also, Niki kam zur Welt. Aber nicht lang habt ihr in Deutschland es ausgehalten. Ihr musstet doch sofort kommen und die Kinder sehen. Eure erste Reise nach Amerika. War das nicht schön? Dann ein Bild von der lieben Bärbel Mar, die in den vielen, und auch das nächste mit Helmut, die in den vielen Jahren dir und Vati beigestanden haben. Natürlich, und dann die junge Mutter mit den zwei süßen Jungen. Und aber auch sie wollte ja die Kinder wieder den Verwandten und allen in Deutschland zeigen. Wir kamen, unsere erste Reise war zurück nach Deutschland in 1969. Im gleichen Jahr, wie Conny geboren ist, seid ihr aus der Dienstwohnung nach Sperrigsgrund gezogen.
Es war wirklich ein prima Wechsel. Du hast zwar immer ein bisschen Bedenken gehabt, aber es ist alles wunderbar geworden. Ihr habt eine wunderschöne lange Zeit zusammen in Sperrisgrund leben dürfen. Oft habe ich euch besucht. 1988 war mein erster Flug alleine nach Deutschland und ich wurde von euch in Göttingen vom Zug abgeholt. Natürlich wurde immer die amerikanische Flagge gehisst, wenn wir nach Deutschland kamen. Und Edith in alter Frische stand dir immer dabei. Wie ich schon vorher sagte, ihr seid oft in Amerika gewesen. Ihr seid auch bei eurer goldenen Hochzeit bei uns gewesen. Großmutter. Komm ich in eine Großmutter. Weil sie sich die Hände wäscht, muss ich sie mir natürlich auch waschen. Okay, ja. Wasch dir mal die Hände, Mensch. Das wird the new machine. Wenn du goldene Hochzeit hast, hast du noch irgendwas erlebt, ist dein. Du bist auf 15! Ist das schon fertig? Okay, da brauchst du nur drauf zu drücken. Okay. One, two, three. Komm her. Three, komm her. Three, four. Lass doch die Umhitte auf der anderen Seite. For what? It's gonna look better if you turn this other light on. Good picture, good. Aber nicht auf meinen Frack so. War nicht das erste Mal, dass ihr in Florida wart, aber ich glaube, es war das erste Mal, wo wir doch Apfelsinen abgepflückt haben am Baum. Und mit Conny waren wir dann, glaube ich, auch in Epcot Center, denn die Jungs waren ja schon im College. Das war eine schöne Zeit. Und wir hatten auch einen Hund, unser Elsie. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Also, du, Mutti. Na, ich sage immer im Plural, denn ich denke immer an Fati dabei. Fati auf dem Dampfer vor seinem Eigentum. Und das ist so ein schönes Bild, das musste dahin. Und dann kam... But events are out of control. The border crossing at Zonenallee is simply overrun. Reactions. Unbeschreiblich. Es ist wirklich unbeschreiblich. Ich wohne ein Jahr lang vor der Mauer und gucke sie mir ein Jahr lang an und darf jetzt mit einem Mal fahren, ja? Die hat mich angerufen nach der... Das ist ein wunderschöner Tag. Das hier frei ist recht. Das war einmal schon ein Streifen, der dir die Sicht, damit sie Sicht hatten. Dann bekommt die Grenze und dann kommt der Todesstreifen. Hin und da oben haben. Am Fatis 80. Geburtstag, da beguckt er ein Geschenk mit Rita, wurde auch die alte deutsche Heimat besucht, die für mich ja total fremd war. Ist ja Ausland gewesen. Und doch mit Erstaunen habe ich gesehen, wie zurück es da war, aber doch sehr interessant. Und also Bilder von unserer ersten Reise in die frühere Ostzone. Und das sieht auch heute noch so aus, als ob das Bilder aus eine ganz andere Zeit ist und nicht aus der Zeit, wo die Fotos gemacht worden sind. Genau, ja. Weil sie ja schwarz-weiß waren. Ja, nicht, ne? Nur das. Noch ein Bild vom von der Feier, von der 80. von der Geburtstagsfeier und ein schönes Bild mit dir und mir, Mutti, am Gesundbrunnen. Und jetzt sind wir in den 90er Jahren. Unser Christoph musste unbedingt zum Militär. Da hatte er aber schon Amy gekannt. Und es war ja nun eine Hochzeit in Aussicht. Die Hochzeit fand statt und ihr zwei kamt natürlich, nichts hielt euch zurück. Ihr musstet bei dieser Hochzeit sein, denn der erstgeborene Enkel hat sich nun auch eine Braut genommen und die Großeltern mussten dabei sein. Es war herrlich.
Und natürlich kurz auch mal in Cincinnati waren wir da, denn jetzt waren wir ja schon in Ohio. Wir waren ja nach Ohio gezogen. Aber es dauerte ein paar Jahre und da wurden aus den zwei in Dreien. Denn der kleine Michael kam auf.